Okay. Ja, wir haben hier, glaube ich, mal alles gemacht. Wollte eigentlich auch gehen, wobei eigentlich wollte ich noch, ich weiß nicht, ich habe beim letzten Mal mal da drüben rumgeguckt. Was da so ist, hier sind ja auch keine Pflanzen oder so. Jetzt laufe ich halt einfach nochmal hier außen rum. Ich muss sagen, ich finde es schade, dass man hier die Waffen nicht wegstecken kann. Die laufen dann auch durch die Stadt dann immer mit den gezogenen Waffen. Ach, ich komme da nach hinten gar nicht. Okay. Okay. Ich werde jetzt aber off. Ich werde onscreen jetzt eigentlich hauptsächlich die Quests mal machen. Und bevor ich hier gehe, also bevor ich hier komplett aus dem ganzen Bereich rausgehe, werde ich. Da werde ich dann. Noch so Sachen wie. Oh, die haben 86 Steigerung. Oh, die haben ein paar Steigerungspunkte. Außer Dranor. Alle mal hergehört. Außer Dranor. Wir machen gleich Wildnisleben nach oben. Na, ein bisschen runter. Tier- und Pflanzenkunde ist bei Rulana aktuell sehr wichtig. Weil mit Wildnisleben werden auch dann die hier Anzeigen erfolgen über die Minimap. Ja, Tiere und Pflanzen werden gefunden, je höher der Talentwert ist. Weil es immer eine Probe gibt. Und dann sind auch die ganzen Pflanzen auf der Map markiert. Ich könnte sowas by the way auch machen. Aber ich glaube, ich lasse das. Also ich lasse bei ihm hier Tierkunde und Pflanzenkunde einfach unten. Aber ich kann seine LP steigern. Und seine ASP, das wäre ganz praktisch. Ja, das ist mir noch zu teuer aktuell. Magiekunde brauche ich eigentlich aktuell nicht. Kommt später erst noch. Ich glaube nicht, dass wir hier irgendwelche magischen Gegenstände finden, die er identifizieren muss. Stäbe ist er ganz oben. Ich glaube, dann würde ich eher bei Zauber drauf gehen. Den Ignifaxius muss ich. Das ist ein besser Zauber. Also, es ist. Den werden wir jetzt dann die nächste Zeit noch öfters brauchen. Aus Lanzerlicht trifft den anvisierten Gegner. Ich weiß gar nicht mal, solange der Gegner wird die Rüstung ist um eine Rüstung je 10 TP gesenkt. Genau, schmelzt quasi die Rüstung ein. Fängt Feuer, solange der Gegner brennt. Der ist sehr gut. Es ist einer der besten Zauber eigentlich, die es gibt. Doch mein Lieblingszauber eigentlich. MW6 TP Modifikator. Also hier unten ist halt ein Modifikator. Ich könnte den runter machen, dann kostet er weniger, aber er macht auch weniger Damage. Ihr könnt es so quasi sehen, also je höher das Level wird, desto höher geht der Modifikator. Und es ist quasi wie in D&D 5 mit den Spellslots oder besser gesagt wie in Pathfinder mit den Zauberstufen. Quasi wenn du jetzt Zauberstufe 4 bist und du machst jetzt einen Zauber, der ursprünglich quasi ein die 6 Damage macht, wird er quasi mit dem Slot auf Stufe 4 gecastet und macht halt dann 4d6. So, das ist dann immer quasi, ist eigentlich auch logisch, quasi je stärker der Zauberer wird oder sprich der Magier, desto stärker sind halt natürlich auch die Zauber. Da finde ich die, okay, gut, das ist dieses Ressourcenmanagement in 5e. Man kann sich jetzt drum streiten, ob man jetzt quasi, weil da kann man halt, hat man halt Spellslots, verschiedene Sachen, du kannst eine Stufe 1 Spell auf Stufe 1 casten. Oder du könntest ihn auch auf Stufe 5, bis auf zum Beispiel Stufe 5 abcasten. Dann macht er halt dann statt 1d6 5d6 eben. Und hier erhöht man den Modifikator. Er wird aber quasi teurer. Also die Kosten gehen halt pro Modifikator um 2 nach oben. Standardmäßig 8. Also er würde jetzt 10 Punkte kosten. Später würde er aber noch mehr Punkte haben. Also dafür werde ich dann sorgen. Da ist ein Wildschwein. Das Wildschwein zünden wir jetzt an. Die anderen kommen halt auch gar nicht in den Kampf. Zum Das ist ein. Angriff. Komm Ja. schon. Das ist, Nimm das. Ich mach das schon. Rulana greift das Wildschwein an. Folgt mir. Und Rano macht eine Finte. Da die beiden die einzigsten Dudes sind, die halt irgendwie im Nahkampf was reißen können. Er reißt halt gar nichts. Meine Rache.
Weil er ist halt nicht auf Nahkampf spezialisiert. Wobei, wenn wir mal reingucken, er hat Stäbe auf 6. Also, ohne Witz. Er hat einen Modifikator von 10, okay? 10-10. Er hat quasi eine 50-50 Chance zu treffen. Ja? Es geht. Also, wenn er hier eine Attacke von 16 hätte, dann würde er den Großteil der Würfe eigentlich treffen, weil hier ist es so, nicht so wie in D&D oder in Pathfinder, dass du quasi auf die AC vom Gegner würfelst, sondern hier wird bei einem Angriffswurf auf deine eigene Attacke gewürfelt und du musst quasi unter deinen Attackewert kommen. Also man muss quasi eine 10 oder drunter würfeln, außer es ist eine 1, dann ist es ein Fehlschlag. Außer es ist eine 1, es ist dann ein Crit. Genau, hier war es ja andersrum. Ein 20 ist quasi ein kritischer Fehlschlag und eine 1 ist halt ein kritischer Treffer. So. Man muss unter den Wert kommen, um zu treffen. Wenn man drüber ist, dann schlägt es fehl. Und der Gegner würfelt dann auch auf Parade. Und wenn der halt drunter kommt, unter seinen Paradewert, dann kann er das abblocken und so. Das ist ein bisschen schwieriger. In D&D oder in Pathfinder läuft es so, du hast deine Modifikatoren, du hast dann plus 11 auf deinen Angriff. Kannst maximal 31 haben, wenn dein Gegner halt irgendwie 32 AC hat, dann wirst du ihn nicht treffen können. Dann kommst du quasi wieder später, wenn du stärker bist. Oder du bist halt einfach tot. So. Was ist eigentlich hier TP? 1W plus 2. Trefferpunkte. Geben die Höhe des Schadens an, den du erfolgreich und nicht pariert. Attacke mit der... Ah, oh, okay. Er macht aktuell überhaupt keinen Damage mit dieser Waffe. Ach so. Ah, weil der Kampfstab macht nicht einen W6, sondern er macht einfach nur einen W plus. Okay. Da muss ich mal gucken, wie viel... Ach, das Messer macht auch einen W. Und das ist sehr schlecht. Macht auch einen W. Hä? Hä? Ich verstehe das jetzt nicht ganz. Warum steht da immer nur ein W dran? Mit was für einem Würfel das denn? Müsste eigentlich ein W6 sein. Oder sprich ein D6. Also W steht halt für Würfel im Deutschen. Und D steht halt einfach für Dice. So. Eigentlich ganz easy. Alle mal hergehört. T-Kunde noch einmal nach oben. Wird einmal kurz gespeichert. Ich weiß nicht, warum das immer pausiert. Ich helfe. Fehlschlag, nice. Danke für nichts, Rulana. Oh, sorry. Wird gemacht. Ich habe extra gespeichert, damit ich eigentlich neu lade, aber es ist mir nicht wert. Die Wildschweine respawnen eh. Und ich muss sagen, ich habe es nicht unbedingt nötig hier. Schauen wir mal den Gulmon. Er hat den, glaube ich mal, den geringsten Schwierigkeitsgrad. Ja. Da entlang. Die meisten Pflanzen hier bringen halt eh nicht so viel. Zumindest geldmäßig nicht so viel. Aber ich nehme sie trotzdem mit und werde sie verkaufen. Da ich so im Schnitt eigentlich gerne auf 50 Dukaten kommen will, wenn ich nach Ferdorf gehe. Damit kann ich wenigstens ein bisschen Ausrüstung kaufen, die akzeptabel ist. Hey, das sind Feuerfliegen. Die müssten ja eigentlich ohne Probleme schaffen. Die haben dann irgendwie nur 5 Leben. Ich wollte gerade 10 sagen, aber es sind 5. Die gibt es noch in Größe, die können auch vergiften. Die bringen halt nur einen Erfahrungspunkt. Wo konnte ich denn die Konsole nochmal aufmachen? Ah, Konsole hier. Da steht es dann mit dran. Ich weiß gar nicht, ob ich da draufklicken kann. Attacke 4. Gegen Feuerfliege gelungen. Keine Parade möglich. Ah, sie hat eine 4 gewürfelt. Hat sie geschafft. Tiere können nicht parieren. Die können nur ausweichen. Und das unendlich oft. Ah, Bein. 6 Trefferpunkte. 6 SP plus Wunde. Feuerfliege tot. So. Funktioniert es. Rulana 0. Oh, ich krieg einen Abend. Ah. Minus 100% wegen höherer Stufe. What? Ich nehme die Sache in die Hand. Ach, die ist Stufe 2 und Rano ist Stufe 3. Ah. Leuchtet ein.
leuchtet ein. Igitt, was sind denn das für Ungetüme? Die Mistviecher scheinen seltsame. Ihr habt es erfasst und die müssen wir zerschlagen. Da kommen dann aber auch welche raus. Rano ist eh so ein Weichei. Toter Mann. Brief an einen Freund. Schlüssel Schatzsuche. Ich frage für einen Freund. Autsch. Keine Sorge, die Lebenspunkte regenerieren sich. Ich meine, man kann auch auf Skillen. Bin mir aber gerade nicht ganz sicher. Defensiv. Oh ne, gibt's hier gar nicht. Ach stimmt, ja, man kann hier keine Vor- und Nachteile haben. Man kann sie sich noch nicht aussuchen. Geht erst bei am Fluss der Zeit. Finde ich ein bisschen schade. Da in jeder Charakterentwicklung eigentlich man das machen kann. Man kann sich auch absichtlich Nachteile aussuchen, die keine schlimmen Nachteile sind, um halt ein paar Punkte zu sparen oder wieder zu bekommen. Ja. Ich könnte ja auch mal ein ganzes Video machen mit der Charakterentwicklung. Ich weiß gar nicht mal, ob man das in... Ich glaube, hier... Road 20 müsste, glaube ich, mal sogar DSA unterstützen mittlerweile. Bin mir aber nicht sicher. Ich wollte ja eh mal ein bisschen rumgucken. Da ich auch mal so ein bisschen was machen wollte. In die Richtung. Ich muss so ein bisschen was aufbauen. Und dann könnte ich mir Leute suchen, die mit mir freiwillig DSA spielen oder zumindest wie ich es auch nenne, D&DSA. Das ist dann quasi eigentlich DSA bloß ein bisschen vereinfacht mit den D&D-Regeln. Oder zumindest würde ich das ein bisschen anpassen, damit es nicht so kompliziert und pain in the ass ist zu spielen. Also, da ich die Regeln schon einfacher finde, also die D&D-Regeln einfacher finde als die DSA-Regeln. Die Core-Gamer können da auch jetzt einfach mal alle ruhig sein. Weil es interessiert mich nicht, wenn andere Leute sagen, oh, wie geht dir die Spielerfahrung flöten oder was weiß ich. Es ist mir halt sowas von egal. Weil ich möchte ehrlich gesagt nicht hier die Spieler vergraulen, indem ich einfach sage, okay, oder zumindest neue Spieler quasi das Ganze einfach madig machen, indem ich einfach sage, hey, wir spielen so und so. Wir machen das nach den Regeln. Und die Regeln sind halt so komplex, dass sie halt einfach die Spieler abschrecken. So. Es ist, ja. Also es ist aber wirklich so. Also ich muss sagen, die anderen möchten auch gar kein DSA mit mir spielen. Wir haben es halt früher am Tisch gespielt. Und es ist halt. Ist schwierig am Tisch. Also, muss ich ehrlich sagen. Trifft der da eigentlich? Ja. Dass er noch keine Wunde hat. Ah, stimmt, ja. Ich will sie ja wiederum die ausnehmen lassen. Ich helfe.
Wenn sie das jetzt auch verkackt, dann lade ich nochmal neu. Immerhin. Da war der, Dings nicht so hoch. Können wir mal gucken. Schwert um 1. Ja, misslungen. 0 Talentpunkte übrig. Da kommt da nicht so viel raus. Wenn mehr Talentpunkte übrig bleiben, dann würde auch mehr Outcome rauskommen. So, dann immer berechnet pro Talentpunkt dann immer so und so viel. Ich mach das schon. Aber. Wie gesagt, leider hat sie ein bisschen verkackt. Das hat sie auch verkackt. Das war doch easy. Das Schwert um 4. What? Wilmon ist doch das Einfachste. Ah, nee. Stimmt. Würfelkraut war das Einfachste. Das war mal Gulmon. Muss ich mal ein bisschen näher hingehen. Da ist Würfelkraut. Gucken wir mal in die Konsole rein. Schwert um 2. Okay. Einbären. Oh, die Einbären wird sie wahrscheinlich nicht schaffen. Ja, speichere ich jetzt einfach. Die Einbären brauchen wir auf jeden Fall. Die sind wichtig. Ja. Komm, das lade ich nochmal neu. Wenigstens dauert hier das Laden nicht so lange wie in Pathfinder Kingmaker. Vielleicht 3 Sekunden oder so. Dann auch nochmal Einbären. Muss ich mal diesen einen Brief lesen. Nach Avestra zum kleinen Ort vor Freerdok und suche dort den Aveschrein auf. Ein Weg über die Brücke bis hin zu einem See. Am Wasser angekommen, schreitest du im Fluss des Kalkoffs entlang, immer in Richtung des mächtigen Wasserfalls. Hinter üppigen Grün verborgen wirst du das finden, wofür ich dir den Schlüssel gab. Es ist da hinten eigentlich eine Truhe irgendwo versteckt. Oder da ist eine Kiste. Höhle. Ah, das ist die Bärenhöhle. Ich fackel. Ich muss noch gucken, was ich für ein Thumbnail eigentlich mache. Oder was ich für ein Thumbnail nehme. Ob ich das gestreckte Bild nehme, was ich jetzt für die Charakterstellungsfolge genommen habe. Oder ob ich jetzt noch ein anderes nehme. Oder ob ich mir immer wieder welche mache. Wir haben hier nicht wie in Kingdom Come ständig Videosequenzen, die ich gut als Thumbnails nehmen kann, sondern ja, wir haben mal das hier. Ach, da sind noch mal Nester. Oder besser gesagt, Eier. Die andere. Da. Ja, die Giftzähne sind wichtig. Die sind ein bisschen Geld wert. Und jeder weiß, it's all about money. Silberring 3 Dukaten, Goldkette. Okay. Vielleicht wollte er, dass der Typ stirbt. So, I don't know. Aber wir gehen jetzt in die Höhle mal rein. Ich bin da überlegen, ob ich die Herausforderung auch gleich mache.
Mir gibt es noch ein paar Sachen zu tun. Du weißt, Bisskiste, die auch der Königin. Ich finde es wenigstens gut, dass die Sachen hier schon auf der Map markiert sind. Also die Quests. Amazone voraus. Folgt mir. Er hat einfach nur 8 Punkte. Er hat eine Menge Punkte. Bin ich Hiebwaffen hoch, oder? Okay. Könnt ihn aber auch mit Dolch, ich gehe auf 4. Hm, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Armatrotz ist auf 6. Okay. Wenn mir nichts durst, machen wir mal hoch. Selbstbeherrschung, wenn nicht schlecht. Sinneschärfe, da hat Ranor was. Oh, Falschen könnten wir machen. Ich muss mit ihm Falschen aufs Maximum bringen, weil dann kriegen wir auch das Maximum an Geld quasi jetzt erstmal raus. Ein merkwürdig aussehender Fels. Autosave. Wir sollten uns hier doch gar keine Sorgen drum machen. Ich mach das. Die war die Kunde ja auf Maximum, glaube ich mal jetzt, oder? Ja. Ja. Wir kommen jetzt zum ersten. Oh. Es kommt zuerst Wolfsratten. Alle mal hier gehören. Die sind nicht wirklich stark. Die können aber Wunden reißen, was stark ist. Also, die gibt es in verschiedenen Farben. Und die haben ein höheres Potenzial, sowas zu tun. Oh, Fehlschlag. Ohne Witz, wie schwer ist denn das bitte? Null. Oh, okay, sie hat eine 20 gewürfelt. Da kann sie halt nicht mehr ausgleichen. In Ordnung. Den Wolfsratzenschwanz nehmen wir aber trotzdem mit. Abgeschnittenes Wolfsratzenschwanz. Angeblich kochen Goblins damit feine Suppen. Die sollen auch sehr, sehr gut sein. Genauso wie Gruftasselaugen, auch wenn die sehr widerlich aussehen, die Viecher. Delikatessen. Gespeichert. Einer wird einmal Armatrutz gecastet, der geht. Ein paar Minuten. Hat er. Oh, hier. Okay. Wir gehen in die Initiative. Und greifen den Bären gleich als allererstes an. Ich mach das schon. Komm. Ja, ich. Haha. Kann ich auf ihn schwere Arm casten? Wunden. Ja. Au. Gut, meine Rache. Auf Drano ist halt. Ja, Drano ist am Boden. Bärenkopf erhalten. Der Bär im Dunkelwald. So, jetzt muss ich mal gucken. Hat irgendjemand von denen Heilkunde Wunden? Ah, ja. Folgt mir. Sie ist da gar nicht schlecht drin. Benutzen wir es. Oh. Stimmt, ich muss es ja nach da unten reinziehen. Machen wir es auf Dranor. Hat er 2 Wunden. Aber es hat er wenigstens nicht mehr die schwere Wunde. Gute Entscheidung. Es wird erstmal gespeichert und dann nehmen wir den Bären aus. Nice. Hier.
Und wird nochmal gespeichert. Na, Skelett können wir nicht looten. Auch nicht. Wir wollen darüber. Da ist ein Skelett, was man looten kann. Räuberemblem, einfacher Verband und Glücksbringer, okay. Die Glücksbringer und so, das sind halt so Scrap-Items. Die Räuberembleme können wir brauchen. Weil die kann ich an den Wachtmeister geben oder an den Feldwebel. I don't know, was das für ein Dude ist. Oh, 20 Giftpfeile. Wenn ich einen Bogenschützen da hätte, dann wäre das ganz gut, aber sie hat auch einen Kurzbogen. Die Räuber wollten anscheinend den Bären auch mal töten. Aber das haben die nicht so geschafft. Die waren halt einfach nicht so zu dritt wie wir. Ein Fenster muss sehr interessant sein. Hier, Flauschi liegt aktuell auf dem. Liegt hier auf meiner Couch und der. Ich weiß nicht, beäugt mein Fenster mal so komisch. Ich weiß nicht warum. Nicht, dass er auf das Fensterbrett springt. Mir reicht es schon, wenn Luna immer auf meine Heizung springt, immer um beim Fenster rauszugucken, obwohl mein Rollladen immer unten ist. Ich weiß nicht, ich verstehe das, glaube ich, auch nicht so ganz. Dass sie nicht aus dem Fenster gucken kann. Oh, Falle ausgelöst, verdammt. Gute Entscheidung. Die habe ich gar nicht gesehen. Wie gut sind denn die Leute hier in Sinnesschärfe? Ranor, ja? Du bist hier doch der Experte. Mach lieber Falschen erstmal hoch. Ich glaube, ich lasse Ranor lieber vorgehen. Da ist auch vorne, da ist schon wieder eine Falle. Doch nicht. Stich und weg. Amazone voraus. In Ordnung. Dann hier kundeln wir wieder. Also ich mache auf jeden Fall die Höhle hier in der Folge einmal komplett fertig. Ist auch nicht wirklich schwierig. Wir müssten jetzt dann eigentlich dann am Ende sein von der Höhle. Folgt mir. Hier sind keine Menschenseele. Bloß diese stehenden Steine. Merkwürdig. Steine. Nichts als Steine. Ein gescheiter Kampf wäre mir lieber. Tja, was diese Steine nur zu bedeuten haben. Probieren wir mal, Schlösser zu knacken. Mensch, Strano, was bist du überhaupt für ein Dieb? Ohne Witz. Ah, minus 10. Wir knacken. Malus 10. Boah.
Wert um 0. Warum hat er einen Malus von 10? Der Esel trabt. Warum hat Drano einen Malus von 10 davon? Ich verstehe das nicht. Ach, wahrscheinlich war das ohne Werkzeug versucht. Wusste gar nicht, dass es hier... Okay, gut. Wenn ich mit dem Einbrecher gespielt habe, der hat halt immer ein Brecheisen dabei, was ihm halt schon einen Bonus gibt. Bonus plus 1, erschwert um 0. Knüppel, Silbertaler, Messer. Okay. Eine gute Entscheidung. Die hat er auch nicht gesehen. Schauen wir mal, ob da noch irgendwo anders eine ist, in die er reinläuft. Ich gebe einfach mal alle. Ich nehme die Sache in die Hand. Ja, glaube ich dir. Reiß einfach den Verband so versehentlich in zwei Hälften. Ohne Witz, das gibt's doch jetzt nicht. Wie? Jetzt endlich. Meine Güte. In einigen Fässern ist halt auch gar nichts drin. Ist aber mal lustig, die Fässer kaputt zu schlagen. Komm mit, Rano. Ah, jetzt schläft er. Macht sich immer sehr gemütlich auf meiner Couch. Normalerweise schläft er eigentlich immer auf der Treppe. Diese Zeichnungen müssen sehr, sehr alt sein. Es ist auch zu erkennen, was sie darstellen sollen. Das sind wunderbare Zeichnungen. Oh, das ist noch mal ein paar. Oh. Die Gruppe ist sehr gut im Erkennen von Dingen. Ob der falschen Bonus eigentlich auch für die ganze Gruppe wirkt oder nicht. Oder nur für Drano. Diese Wandmalerei. Wirklich fantastisch. Ohne Wind. Ich finde das so lustig. Muss bestimmt einiges an Spaß gemacht haben, den einzusprechen. Ganz so gar nicht. Oh, Haarnadeln, das ist sehr gut. Die kann ich auch gleich weitergeben. Ein Schlössermesser wäre auch ganz praktisch eigentlich.
Damit kann man das Schloss dann auch relativ gut knacken. Na endlich! Sinnesschärfe. Rano hat eine Falle entdeckt. Ja. Oh, eine Bärenfalle. Nice. Und ein Belmatblatt. Ist beides was wert. Zu euren Diensten. Beischen ist einer der wichtigsten Werte im Spiel. Ich hätte um 0. Ah, okay, hat Feinschärfe noch 2. Ja, Feuermoos. Das ist permanent Feuerdamage. Nur Räuberembleme. 7 Haarnadeln. Und Wolfspferde, das ist schon mal gut. Dann haben wir dann ein bisschen was zum Verkaufen. Welch urtümliche Schaffenskraft, wenn die Farben nur nicht so verwittert werden. Mensch, Dranor. Fühl dich nicht so auf wie so ein Kind. Oh, das tut weh. Es brennt. Was? Wie? Wer seid ihr? Und schleicht sich heran wie eine maraskanische Schleichkatze wohl? Genau, die gute alte Schleichkatze. Verzeiht, ich bin Asghar. Meister Rakorium? Ja, da bin ich wohl. Diese Malereien. Ich würde... Ja, so sprecht doch. Was wollt ihr von mir, meine Junge? Ihr scheint mir etwas verwirrt zu sein, Meister Rakorium. Ich bin hier, um nach euch zu suchen. Kommt mir nach draußen hinaus, an die frische Luft und die warme Sonne. Eure beiden Novizen Rufus und Nottl machen sich bereits Gedanken um euch. Sie sagten, ihr könntet mir helfen, nach Ferdok zu kommen. Ich benötige nämlich 2 angesehene Fürsprecher für den Zöllner. Tja. Also diese nichtsnutzigen Bengels, meine Novizen, wo stecken denn die beiden? Waren einfach weg, als wir am Wirtshaus. Aber schön, dass wenigstens ihr noch da seid, Nottl. Ich bin nicht euer Novize, Nottl. Ui, ein schöner Name. Und natürlich seid ihr nicht mehr Novize. Wisst ihr, als ich noch jung war, wie hieß die Kleine noch gleich? Lasst uns jetzt aufbrechen. Ich geleite euch aus der Höhle. Die Zeit, sie rennt. Der Steuermann hält ihren Kurs. Du musst heute noch Ferdok erreichen. Also los jetzt. Zurück im Dorf gebe ich euch auch ein Leumundschreiben für die Zollbrücke. Genau. Sollen doch die Geschuppten alle Brücken absperren. Wir beide halten zusammen, nicht wahr? Was mit diesen seltsamen Findlingen, die überall anzufinden sind? Habt ihr was damit zu tun? Oh ja, ich fürchte, das war mein Werk. Das waren Diener der Echsen und Drachen, wisst ihr? Aber ich fürchte, mein Zauber, sie werden bald wieder aus ihrer Starre erwachen. Aber wie war denn dieser andere Spruch, also dieser Dings? Noch immer. Dann also nicht zu viel los. Was habt ihr in der Höhle gemacht? Geforscht? Was denkt ihr denn, was sonst? Es gibt hier, oder wollte ich Kräuter suchen? Bei Hesinde und Nandus. Ich habe eine seltsame Art, mich durcheinander zu bringen. Also wirklich. Jetzt fällt mir nicht einmal ein, dieser eine Zauberspruch. Wie heißt der? Oh, hallo, wollten wir nicht eben los? Wie auch immer. Gäste, neben deinen bis zu 4 Gruppenmitgliedern, über die du volle Kontrolle hast, teilen von Zeit zu Zeit Gastcharaktere deinen Weg. Sobald sie sich deiner Gruppe anschließen, folgen sie dir und ihr Charakterporträt erscheint in der Liste rechts am Rand. Okay, die agieren mit mir. Er hat einfach 4000 Astralpunkte. Er hat 15 Ausdauer, okay, er hat 23 Lebenspunkte. Der fällt halt um wie nichts, aber ja, er ist halt OP as fuck. Also, wenn man mit dem Bär nicht klarkommt, dann kann man auch einfach mit ihm zum Bären gehen, der macht einen Fingerschnips und der Bär ist tot. So ungefähr. Der macht halt eben auch mit so einem Ignifaxius, macht er dem halt auch irgendwie 30 Schaden oder so. Ah, kommen alle mit. Problemlos. Das sehen wir aber auch gleich im Kampf. Oh, die hätten jetzt eigentlich eine lustige Konversation geführt, aber... Das ist Kältefrost, den er jetzt macht.
19. Pferdefrost ist eigentlich kein starker Zauber. Was tut er denn jetzt? Okay. Er macht einfach Schlaf. Ich glaube, er hat 10 Damage gemacht, oder? Gucken wir mal. Rakorium Zauber sind wie Gravis. Okay. Trifft Karkov Zauber für die 18. Minus. Okay. Der war jetzt nicht so strong von ihm, aber. Er ist wirklich gut. Also manchmal macht er so Würfe oder landet er besser gesagt Treffer, die sind halt schon irgendwie anders insane. Ja, da geht's nicht weiter. Er ist verschüttet. Verschüttet. Ich weiß nicht, ob hier sonst noch irgendwo Dudes waren. Hier sind auf jeden Fall nochmal Ratten. Mit dem würde ich auch problemlos klarkommen, ohne ihn. Schon geschehen. Ja, Fehlschlag. I don't like Fehlschläge. I don't like Fehlschlag. Am liebsten würde ich alles selber machen, aber die Punkte oder die Anzahl an Punkten, die ich quasi bräuchte, bekomme ich wahrscheinlich nicht. Da geht es wieder Richtung Bärenhöhle. Hier ist ein Kugelblitz. 16. Gute Entscheidung. Ich helfe. Ja, das war dann auch die Höhle. Das hat einfach eine Dreiviertelstunde gedauert. Das Ganze. Frische Luft. Ganz fabelhaft habt ihr das gemacht. Ich bin euch sehr dankbar. Und jetzt weiß ich's auch wieder. Wie konnte ich das nur vergessen? Transversales Teleport. Ja. Jetzt ist er weg. Ja? Ah. Da sind wieder Wildschweine. Lasst uns noch Wildschweine jagen gehen. Da schießen wir auch gleich einen Feuerstrahl drauf. Ich finde es immer lustig, wie er da immer seine Finger ausstreckt. Ein Damage. 5. Nimm das! Wie viel Rüstung hat denn so ein Wildschwein? Die Wildschwein gelungen, keine Parade möglich. Kopf. 5 Schadenspunkte. Es scheint anscheinend eine Rüstung zu haben. Wenn hier der Schaden um 1 reduziert wird. 4 Schadenspunkte. Ah, nee, es wurde bloß so ausgewürft, okay. Ich glaube, der steht dann auch mit dran. Da stehen auch immer nur die aktuellsten Sachen drin. Im Block.
Ja, ich. Haha! Ich mach das schon. Wird gemacht. Schritt für Schritt. Okay, dann gehe ich jetzt mal wieder zurück. Dann kann ich auch gleich noch dem Jäger berichten. Ich könnte es auch mit den Wölfen eigentlich noch gleich machen, aber das machen wir dann einfach in der nächsten Folge.